Herzlich willkommen zu meinem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten uns den Render angesehen, die sogenannten Borders. Aber um ein Textelement herum gibt es nicht nur den Rand, sondern es gibt auch noch den Innen- und den Außenabstand. Und der Innenabstand ist der Abstand zwischen dem Text, oder manchmal ist es auch nur ein Bild, aber zwischen dem Inhalt von so einem HTML-Element und dem Rand. Das wird dazwischen gesetzt und am besten, wir schauen uns das an. Die Property dazu heißt Padding und wir schauen uns nochmal an, wie hier der Rand aussieht, und ich möchte zwischen dem Text und dem Rand mehr Abstand haben. Und das kann ich durch diese Property Padding machen. So. Setze sie einfach hier bei meinem p.fat-Element, setze ich die mit dazu und sage Padding ist gleich 10 Pixel, speichere das Ganze ab und schaue mir an, was passiert ist. Und ihr seht, erstens ist der Kasten größer geworden, das liegt aber einfach daran, dass der die Schrift nicht kleiner macht entsprechend, sondern die Schrift bleibt erhalten in ihrer Größe. Wenn der Kasten in seiner Höhe gleich bleiben sollte, dann muss man das anders regeln, muss man manuell die Schrift zum Beispiel kleiner machen. So, das ist das eine, was er gemacht hat, und dann natürlich das Wichtigste, der Text sitzt jetzt nicht mehr direkt am Rand dran, sondern da ist eine deutliche Lücke dazwischen. So, das kann ich damit machen. Ich kann aber auch sagen, ja, oben möchte ich den Abstand haben und links und rechts auch, aber unten nicht. So, und jetzt könnte ich, das zeige ich euch als erstes, könnte ich natürlich hier sagen, okay, Padding möchte ich nur oben haben, das wäre die eine Möglichkeit, dann schreibe ich Padding Bindestrich top und dann verändert sich der Kasten folgendermaßen. Ihr seht also hier auf der Seite, der Abstand wird gelöscht und hier der Abstand wird auch gelöscht, hier hinten auch, aber das sieht man jetzt nicht, weil eben da der Text nicht bis ran reicht. So, das wäre eine Möglichkeit, oder ich kann hingehen und kann sagen, ich nehme Padding top und dann schreibe ich rein 10 Pixel, 0 Pixel, 0 Pixel, 0 Pixel. Und wir schauen uns an, was das macht. Und es macht gar nichts, aber klar, ich habe euch jetzt etwas gezeigt, wo sich nichts ändert. Jetzt, das wäre jetzt hier oben, dann ist das rechts, also es geht im Uhrzeigersinn herum, unten und links. So, jetzt möchte ich links auch 10 Pixel haben, das heißt, ich schreibe mir hier hinten 10 rein. Und dann verändert sich unser Kasten, achtet bitte drauf, folgendermaßen. Ne? Jetzt wird der ganze Text nach rechts geschoben, aber die beiden anderen Linien, die sind immer noch mit einem Abstand von 0 Pixeln. So, und so kann ich das zum Beispiel ändern. So, jetzt zeige ich euch noch eine andere Sache, und zwar, wenn ich sage, ich übergebe nur zwei Attribute, und dann sagt er, das hier ist oben und unten und das ist links und rechts. Damit kann ich sozusagen mir ein bisschen ersparen, dass ich jeden Abstand zu dem Rand definiere. So. Und jetzt müsste der mir hier auf dieser Seite, müsste er mir den Abstand weglöschen und dafür unten einen reinsetzen, der genauso breit ist wie der obere Abstand. Und genau das ist passiert. Also der Text sitzt jetzt sozusagen nach oben und unten gleichmäßig weit weg und nach links und rechts auch, aber eben unterschiedlich zu oben und unten. So, das ist die eine Möglichkeit. Jetzt könnte ich noch sagen, ich möchte
anderen Abstand haben, sagen wir mal 3 Pixel nach unten. Und jetzt seht ihr, ich habe nach unten 3 Pixel, nach links und rechts habe ich weiterhin 0 Pixel, nach oben habe ich 10 Pixel. Also mit einer dreistelligen Wertübergabe hier kann ich oben und unten unterschiedlich machen und rechts und links blieben von ihrem Randabstand gleich, aber eben auch mit einem individuellen Wert. So, und das macht der Befehl Padding. So, ganz wichtig wird er erst, wenn man sozusagen mehrere solcher Boxen kombiniert und die untereinander setzen will, wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe, denn das sind im Prinzip, ist das nicht eine Box, diese Infobox, sondern es sind 2 Boxen, wobei die eine direkt auf der anderen drauf sitzt und sich dadurch dieser Eindruck ergibt, die gehören zusammen. Na, so, das ist eine wichtige Möglichkeit, um das einzusetzen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und diesmal hat mir den Innenabstand. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man den Außenabstand setzt. Bis dann!